Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und damit herzlich willkommen auch zurück aus der Sommerpause. Es geht wieder los mit mindestens einem Video pro Woche und ich möchte mit dem meist angefragtesten Video starten und zwar meinem Feedback, meinem Fazit zur 3-6-9 Methode. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht. Ich habe ein Video gedreht zur 3-6-9 Methode. Das ist eine Manifestationsmethode, die ich ausprobiert habe. Ich habe die auch nur entdeckt, weil ich auf YouTube ein Video gesehen habe und sie tatsächlich belegen konnte, dass es bei ihr funktioniert hat. Und zwar war es bei ihr der Fall, dass sie mit der 3-6-9 Methode ihren YouTube-Erfolg manifestiert hat. Und ich habe dieses Video damals gesehen, da hatte sie vielleicht, ich glaube, 5000 Abonnenten und ist jetzt mittlerweile, lasst mich ganz genau nachgucken, ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall hat sie halt wesentlich mehr Follower jetzt auf YouTube. Und das fand ich halt so spannend, weil es dadurch, damit halt auf jeden Fall belegbar war, dass es bei ihr funktioniert hat. Und deswegen fand ich das so spannend und deswegen wollte ich das unbedingt nochmal machen. Sie hat jetzt 38.800 Abonnenten, ganz genau. Und das war jetzt innerhalb von vielleicht einem halben Jahr. Das fand ich super spannend. Also habe ich diese 3-6-9 Methode ausprobiert, die schon sehr aufwendig ist, aber ich war hoch motiviert, weil ich bei ihr gesehen habe, okay, das funktioniert. Und dann habt ihr mich natürlich alle unter dem Video nach einem Feedback gefragt, nach einem Fazit. Hat das jetzt funktioniert? Und das möchte ich jetzt so ein bisschen beantworten. Ich möchte nämlich nicht sagen, nein, es hat nicht funktioniert, weil ich immer noch an diese Methode glaube und auch weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich muss euch aber sagen, für mich hat es nicht funktioniert. Also ich habe das gemacht im Anfang des Jahres. Wir waren auch definitiv in einem Lockdown. Wahrscheinlich im März habe ich, glaube ich, damit angefangen. Und das, was ich da versucht habe zu manifestieren, hat sich noch nicht manifestiert. Ich habe mich aber weiter mit dem Thema Manifestation auseinandergesetzt und habe auch, glaube ich, hoffe ich, verstanden, warum es nicht funktioniert hat. Ich finde Manifestation, es klingt so simpel. Wünsch es dir doch einfach. Sei ein positiver Mensch und dann ziehst du das Positive in dein Leben. Leider ist es halt nicht so einfach. Ich finde auch, das Problem ist, Leute, die in diesem Manifestationsgame total drin sind, die sagen, hey, es ist doch total logisch, du manifestierst die ganze Zeit, indem du bist, indem du fühlst, in dem, was du denkst und tust. Für jemanden, der damit gerade loslegt, ist das, finde ich, super schwierig, ist auch super komplex, das so zusammenzukriegen, weil wenn du damit startest, du kannst ja nicht immer positiv denken, dich immer positiv fühlen, immer auch im Flow mit deinen Zielen sein, die du manifestieren möchtest. Jedenfalls am Anfang fand ich das super, super schwer, bis ich auch einige Dinge verstanden habe. Und das musste ich erst verstehen. Also ich möchte definitiv die 3-6-9 Methode auch nochmal ausprobieren. Ich muss mich aber erst noch mehr in diesem Manifestieren einfach üben. Also ich finde, die 3-6-9 Methode ist nichts für jemanden, der vorher noch nie manifestiert hat und die Grundlagen der Manifestation nicht verstanden hat. Und so jemand war ich aber, als ich das ausprobiert habe. Man muss Manifestation vom Grund auf erst verstehen und man muss auch in seinem Geist erst einiges aufgeräumt haben, damit das funktionieren kann. Und auch gewisse Routinen und Gewohnheiten im Alltag etabliert haben, damit das Manifestieren tatsächlich so nebenbei funktionieren kann. Und das durfte ich erst lernen, was, danke Katze, was ein Zufall war, was nicht so geplant war. Also ich wollte dem Thema Manifestation noch eine Chance geben, vor allen Dingen, weil ich mich dann auch mit einer Freundin unterhalten hatte, die auch große Erfolge damit hat, die sagt, ja, das funktioniert tatsächlich, aber ich wollte in diesen Kern, ich wollte das verstehen, ich habe es einfach noch nicht verstanden gehabt. Und da hat mir dann eine Kollegin folgende Person empfohlen, und zwar Alina Pomm. Und eigentlich in einem ganz anderen Zusammenhang. Und mir wurde tatsächlich aber schon seit Monaten
eine Instagram-Werbung angezeigt, eben von Alina Pom, dieses Workbook. Und ich hatte mir das irgendwie nie bestellt, weil ich sowieso nicht auf Instagram-Werbung reagiere. Und da dachte ich dann, hey komm, okay, ich möchte Alina Pom kennenlernen, ich möchte herausfinden oder ich möchte sehen, wie sie arbeitet, ob das ein Zugang ist, den ich teile, den ich verstehe, womit ich einfach auch arbeiten kann. Und habe mir da erstmal dieses Wunscherfüller-Mindset-Workbook Theorie und Praxis Manifestation durch Transformation bestellt, weil das kostet auch nur 30 Euro. Und der Kurs, den ich eigentlich bei ihr machen möchte, kostet, glaube ich, 300 Euro. Und ich wollte halt erstmal gucken, okay, kann ich da, also vermittelt sie Inhalte so, dass ich damit arbeiten kann. Das ist mir immer super wichtig. Und das war ein 5-Wochen-Programm und es kam kurz vor den Sommerferien und ich habe gesagt, okay, dann ist das mein Sommerferienprojekt, dieses Workbook, die Arbeit mit diesem Workbook. Und ich glaube, das Workbook war auch ein Teil dessen, warum meine Sommerpause auch so erfüllt waren. Weil da hat es ganz oft Klick gemacht. Ich hatte ganz oft Aha-Momente. Ich habe ganz, ganz viel gelöst. Ich habe ganz viel für mich erkannt. Ich habe ganz neue Herangehensweisen an Themen kennengelernt. Und ich habe angefangen zu verstehen, was Manifestation bedeutet. Dass ich mit dem Workbook angefangen habe zu arbeiten, ist jetzt 8 Wochen her. Es ist ein 5-Wochen-Programm. Ich habe es jetzt nicht in den 5 Wochen geschafft, nicht weil ich mir nicht Zeit fürs Buch genommen habe, sondern weil ich mir einfach für die Übungen sehr, sehr viel Zeit gelassen habe, wofür, also dazu wird auch geraten. Und ich befinde mich jetzt, also wir können mal so gucken, hier. Also das habe ich schon alles gelesen und getan. Also da sind auch meine Übungsergebnisse drin. Ihr könnt das alles da eintragen. Und diesen letzten Rest hier, den muss ich noch machen. Aber das ist jetzt für mich so dieses ganz wichtige, essentielle. Ich verstehe das mit den Katzen. Ich habe gestern Podcasts aufgenommen und die Katzen waren überall. Und dieser letzte Teil ist für mich jetzt so krass essentiell wichtig, weil es da jetzt da reingeht, dass ich mir angewöhne, in meinem Alltag zu manifestieren oder meinen Alltag und meine Gewohnheiten zu nutzen, um im Alltag automatisch zu manifestieren. Und deswegen lasse ich mir für diesen letzten Teil nochmal sehr, 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 sehr viel Zeit. Also, was ich euch in diesem Video sagen möchte, 369-Methode hat bei mir nicht funktioniert, aber weil ich einfach noch nicht so weit war, keine Ahnung hatte und es dementsprechend einfach falsch gemacht habe. Ich habe aus einem Mangel heraus manifestiert und das funktioniert einfach nicht. Du manifestierst nicht, weil du etwas jetzt nicht hast, weil dann bist du ja im Mangel, weil du es jetzt nicht hast. Und das funktioniert einfach nicht. Und ich war so, hä, wie denn dann? Das geht doch einfach gar nicht anders. Ich wünsche mir doch etwas, weil ich es jetzt nicht habe. Aber diesen Switch hinzulegen, das hat gedauert und dafür habe ich dieses Buch gebraucht. Und wenn ich das durchgearbeitet habe und wenn ich damit zufrieden bin, dann probiere ich die 369-Methode auch auf jeden Fall nochmal aus, weil ich immer noch glaube, dass das funktionieren kann. Möchte euch aber, wenn ihr euch mit dem Thema Manifestation auseinandersetzen wollt, wenn ihr das verstehen wollt, lernen wollt, für euch anwenden wollt, sehr, 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 sehr dieses Workbook ans Herz legen. Also ich habe 30 Euro ausgegeben und das ist es doppelt und dreifach wert. Es ist einfach mega gut. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das sehr, 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 sehr gerne. Kann ich sehr empfehlen. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben zum Manifestieren, zur 369-Methode, zu dem Workbook, stellt mir die sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Also wenn ich dann, also ich denke, ich arbeite jetzt bestimmt noch 1-2 Monate mit diesem restlichen Zeug, weil das jetzt für mich ganz, ganz wichtig ist, da jetzt in die Tiefe zu gehen und das zu festigen. Da mache ich dann vielleicht gerne nochmal was dazu und möchte, wie gesagt, dieses Experiment der 369-Methode nochmal ausprobieren und würde auch dazu nochmal ein separates Video machen. Dann halt einfach nochmal mit einem Fazitergebnis. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, weil ich voll verstehen kann, dass ihr wissen wollt, ob das Ganze funktioniert. Und dann möchte ich das auch mit so einem belegbaren Beispiel einfach machen, so wie es die YouTuberin gemacht hat, bei der ich das gesehen habe.
Das war mein erstes Video zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, dass es euch weitergeholfen hat. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Solltet ihr Fragen, Themenwünsche etc. haben, schreibt die auch sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns jetzt erstmal einmal die Woche. So ist mein Plan. Und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss!